Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich wurde vor ganz langer Zeit schon mal von einem Zuschauer gefragt, zeig doch mal DiSim und ich habe es echt lange verpasst und jetzt habe ich es auf der Pico entdeckt und dachte mir, komm, da machst du jetzt mal ein Video zu und das ist wirklich ein First Impression Video, ich habe mir das Spiel noch vorher nicht angeschaut, ich möchte jetzt mit euch wirklich mal reingehen und zu schauen, ja, nimmt einen das Spiel mit, wird alles gut erklärt und ja, wir sollen jetzt hier ein Waldwunder drauf werfen und das öffne ich mit A. Das machen wir jetzt einfach mal. Ein Waldwunder. Oder muss ich jetzt hier? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Eden, dies ist die Quelle deiner Stärke. Menschen brauchen Nahrung, Holz. Kann ich die selber irgendwie? Also. Regen, Heuschrecke. So, komm, wir machen jetzt noch mal hier. So. Wir haben 5 Holz gesammelt. Wasser braucht man natürlich auch, ne? Töte den Ketzer. Wer ist der? Ah, da. Uh-oh. Ah, der Ketzer ist tot. Wie benutze ich das? Regen. Zum Baum benötigen Sie ein Grünland. So, aber Wälder brauchen Sie natürlich auch, ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen. Menschen sind Forscher. Und jetzt? Ist doch nicht schlecht, oder? So, was machen unsere Kleinen denn hier? Zum Bauen benötigen sie Grünland. Ach komm. So, wie können wir uns hier bewegen? Stickdrehung, Griffsteuerung. Gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Teleport, weiche Bewegung. Guck mal, ich kann reinzoomen. Wow. Ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Aber gut, muss man mit klarkommen, ne? Na, guck mal, was machen die denn da? So, packen hier noch den Ball.
Graslandschaft hier. So. Damit sie auch ein bisschen bauen können, ne? Ich bin ein guter Gott. Eden erreicht die Antike. Ach, guck mal. Die werden immer größer. Holz haben die jetzt genug? So. Gut. Was ist denn da oben eigentlich? Durch. Heuschrecken. Heuschrecken sind bestimmt nicht gut, oder? So, wie kann ich das so packen, dass die wissen, dass die weitermachen können hier jetzt? Busch. 40. Ah, okay, jetzt müssen wir mehr Steine bauen. Ne? Okay. Jetzt brauchen wir nämlich mehr Steine als Felder. Wir räumen hier jetzt mal auf. Ach, guck mal, die freuen sich auch. Die gehen gerne zur Arbeit. Der angelt gerne, die auch bald Boote bauen. Das wäre noch interessant. Oh, guck mal hier, ich hab jetzt mehr. Das ist ja cool. So, ich will Berge. Definitiv müssen hier Berge hin. So. Pinienwald. Machen wir mal hier einen Pinienwald hin irgendwo, oder? Ja. Okay. Regenerieren. Was ist denn regenerieren? Wir probieren einfach mal. Ein Omen. Inspiration. Wir machen ein Omen. Feiert mich! So. Wir brauchen mehr Tiere. Das bringt ja sonst nichts. Hier haben wir immer unser Punktestand, was wir an Sachen noch wirken können. Ja.
nochmal. Ich würde fast sagen, dass man hier nochmal ein bisschen Gras setzt, damit die auch noch bauen können, wenn sie wollen, sich vergrößern können. Also für Leute, die gerne wirklich Aufbauspiele machen, ist es mit Sicherheit super. Ich bin jetzt da nicht so der Riesenfan von, aber trotzdem ist es schon cool gemacht, muss man sagen. So, hier nochmal ein Wald hin. Ozean muss aufgebaut werden. Ach, guck mal, ich kann ja auch so bauen. So. Und wenn wir da noch Wälder hinbauen. Das ist nicht zu weit so. Ich mache mal ein bisschen so. Mal schauen, ob die da irgendwann auch. Okay, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Aber. Guck mal, die haben eine neue Dings gebaut hier. Eben statt. Oh. Guck mal, jetzt haben wir sogar noch mehr. Ach, guck mal. Ja, wie ich gesagt habe, die haben dann hier einen Steg und dann versuchen die wahrscheinlich auch irgendwann rüberzukommen. So, warte mal. Mal weggucken hier. Bei Steuerung komme ich noch nicht so klar mit, muss ich sagen. So. Machen wir hier nochmal eins. Eine Mine. Nicht genug. Was kostet die Mine denn? 150. Jetzt habe ich aber. So. Wir müssen mal ein bisschen mehr hier bauen, oder? Da haben wir noch Berge. Hier haben wir auch noch einen Vulkan. Ach, eine Oase. Ja, die passt aber eher hier hin, oder? Oh. Da ich ein netter Gott bin. Lass es schnell regnen, ne? Ich bin ein sehr, sehr gutmütiger Gott. So. Ja, wird natürlich jetzt immer größer und größer und undurchsichtiger, aber schon cool, was man hier so machen kann. Nicht genug Mana. Wie viel brauchen wir? 200. Achso, okay. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Feuer wollen wir nicht. Das ist ja böse, böse, böse. Und das sind so gute Sachen wahrscheinlich, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So.
Ach, guck mal. Da hat einer ein bisschen was. Der hat auch Spaß wieder daran. Sehr gut. Kann man den eigentlich ein bisschen unterstützen? Ne? Das war ihm nochmal. Na. Hier nochmal ein bisschen Wald ihm geben. Wissenschaftler, Mensch, oh. Kosten Wissenschaftler, okay. Was ist denn Sakura? Das machen wir ein bisschen ab. Macht denn halt als erstes sind erstmal Menschen oder Wissenschaftler? Boah, jetzt versuchen wir mal. Wir werden hier Wissenschaftler positionieren. So. Mal schauen, wie das jetzt hier vorangeht. Müssen wir natürlich auch die Steine hier einfach, ne, dass wir ein bisschen aufbauen können. Na, guck mal, die Wissenschaftler hier schaffen den Amida. Aber Tiere haben sie ja noch nicht, ne? Ja, der Wissenschaftler, der versucht ja alles. So. Eine Mine können wir den auch scheren, oder? Was macht denn hier? Ja, ihr braucht mehr Steine, ne? Also damit müsste aber jetzt langsam mal anfangen. Ach, guck mal, da hat wieder auch einer gebaut. Kann man den jetzt hier? Wenn ich jetzt hier einfach was. Nehmen die das an? Als Holz? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus. Sollen wir dem mal Regen schenken? Haben sie immer noch nicht. Was machen denn hier unsere Wissenschaftler lebt? Ja, hier kann man den aber auch mal. Genau, wie entwickeln die sich denn, wenn wir den jetzt hier mal richtig dahin setzen? So. Ja. Ich muss den auch mal ein bisschen machen. Yeah.
Wie entwickeln die sich denn, wenn wir hier mal ein bisschen Regen geben? Nicht machen. Ja, da kann man den natürlich auch schenken. Ja, dann sieht es ein bisschen netter aus. So, was machen die denn da mit dem Priester? Fleisch, die brauchen alle nur Tiere. Fell, die brauchen auch Regeneration, ne? Regeneration. Ist aber schon krass, wie schnell hier alles kommt. Wie die wachsen und gedeihen hier. Schon cool. Aber die brauchen Stein, ne? Oh, weg damit. Müsste jetzt für euch drin sein, oder? So. Habt ihr Stein, um besser zu wachsen. Holz haben wir erstmal genug. Wir brauchen auch Fleisch, also Tiere. Die wachsen auch ganz gut, finde ich. Macht schon Spaß, so zuzuschauen, wie die so wachsen und gedeihen. Schade, dass die so klein sind, dass man nicht so wirklich sehen kann, wie die ausschauen, weil näher kann. Sind halt sehr, sehr, sehr klein. Guck mal hier, das wird aber langsam was, ne? Das wird langsam was. Hier sind auch überall Stege. Komm. Wissenschaftler. Wissenschaftler dürfen nicht fehlen, ne? Eine Seuche ist aufgetaucht. Au! Oh. Oh, heilen. So, Seuche ist weg. Was haben wir denn hier noch alles? Sumpf, Sumpflandschaft. Überall hinsetzen. So, machen wir hier nochmal. Ah, direkt einer, was? Hat geplant.
Oh, guck mal, ich glaube, das macht sich bemerkbar, dass hier der kleine Wissenschaftler es steckt. Erlegt. Amida braucht Steine. Stein. So. Nach oben fliegen. Er sollte kein Architekt werden, aber ich finde es trotzdem cool, wie sich da überall was entwickelt. Guck mal, hier sind auch schon ein paar Leutchen jetzt am Leben. Die werden hier verbunden durch eine Sumpflandschaft. So, Sumpflandschaft. Jetzt habe ich es begriffen. Wenn ich die Griff-Taste drücke, kann ich mich auch so über die Map ziehen. Ah. Ah, cool wäre noch, wenn ich die mit drehen könnte. Kann ich aber nicht. Das geht nicht, aber so ist trotzdem cool. Gefällt mir. Kann ich ganze Berge rausreißen? Was ist denn die Leere? Muss natürlich auch. Ah! Okay. Hier ist ein alter Vulkan. Und hier ist eine Mine. Oh, nein. So, erstmal Gras. Und dann kann man da eine Mine hin machen. So, guck mal. Für die armen Favianer. So, was macht unsere Siedlung mit dem Wissenschaftler? Der ist auch schon ganz gut dabei. Und natürlich hat man hier dann immer, was brauchen die? Hier Fälle fehlen überall. Ja, da muss man natürlich mehr Tiere. Aber hier tut sich auch noch nicht viel mit dem Priester, ne? Wenn man hier Menschen hin tut. Also cooles Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir. Das kann man ja echt so lang weiterspielen, ne? So, wir können jetzt sagen, hier kommt Donner. Ihr wart böse. Macht eure Arbeit, ihr niederes Volk. Oh, komm, ich setze das wieder hin.
jemand hier auch hier. Hallo. Hallo. Was steht denn da jetzt? Arbeiter. Furchtlos, fleißig, Alter 15, LP 100, Status gut. Hier. Aber... Hi. Du arbeitest ab jetzt hier. Hi. Hey. Fleißig. Okay. Hello. Hup. Hi. So, von der vom Eis in die Wüste. Überall, wo man was macht, bauen die. Wahnsinn. So, jetzt machen wir hier mal ein Feuer. Oh, das geht aber schnell, du. Das geht aber schnell. Oh, das Feuer hat sehr viele Leben gekostet, aber... So, der Priester ist auch tot. Aber erst wenn was Schlimmes passiert, dann kann man was Neues erwachsen. Oh! Ja, Leute, ich würde sagen, beenden wir hier das Video. Das ist Dysim und ja. Witziges Game. Ich würde gerne eure Meinung auch dazu wissen. Habt ihr schon irgendwie mal gezockt? Habt ihr das schon mal auf dem Schirm gehabt? Also ich glaube, hier kann man richtig riesige Welten erschaffen und ja, sich dann immer wieder um die ganzen Völker kümmern und so. Ganz nettes Game, ganz nettes Aufbaugame. Und ich weiß nicht, was hier noch alles freigeschaltet werden kann. Aber bevor wir jetzt Ende machen hier, Wirbelsturm. Ja, man muss auch schon mal ein böser Gott sein, ne? Das geht halt nicht immer. Das ist doch mal ein geiles Ende. Ach, guck mal, die verstecken sich sogar. Wie cool ist das denn? Und das jetzt wieder reparieren? Ja, das war der Wirbelsturm und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Also ich fand es fürs First Impression Video fand ich echt super. Also mir hat es gut gefallen. Man wird auch ein bisschen ja, begleitet, sage ich einfach mal. Man ist auch relativ schnell zu merken, was muss man hier machen und ja, was kann man machen. Es kommen immer weitere Schritte hinzu, was man bauen kann und was man den Leuten Gutes oder Schlechtes tun kann. Also echt cool gemacht und ja, ich finde es cool. Von mir gibt es auf jeden Fall erstmal eine First Impression Empfehlung. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt auf Abo drückt und einmal ein Like raushaut. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.